Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Legends Epic Ride Game. Ich war gerade schon fleißig, Leute. Ich habe nicht nur Peanut ins Training geschickt für Level 9, Leute, sondern wir haben 30 bronzene Schlüssel. Nice. Das bedeutet, Leute, wir können heute 4 Trailer aufmachen. 3 bronzene Trailer und einen goldenen Trailer. In den letzten Folgen haben wir alle unsere Gems ausgegeben, um Champion-Boxen zu kaufen, um ein Stufe 5 Pferd zu bekommen. Wir haben wundervolle Stufe 4 Pferde bekommen, somit haben wir jetzt 4 Stufe 4... 4 Stufe 4 Rare-Pferde? Nein, wir haben 4 Rare-Pferde Stufe 4? Oh, ich glaube, Leute, ich glaube, das war richtig, oder? Falls ihr alle Videos verpasst habt, checkt sie natürlich unbedingt aus. Die Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. Hoffe ich zumindest. Aber ich zeige sie euch trotzdem nochmal ganz kurz. Okay. Das ist Peanut, Sparkles, Franklin und Meadow. Was ganz krass ist, Leute, ist, dass wir 3 Jungs und ein Mädchen haben. Es ist irgendwie ein bisschen eigenartig, aber... ja, das ist, was passiert ist letztendlich und im Moment race ich tatsächlich nur und ausschließlich mit Sparkles, weil Sparkles ist mein bestes Pferd im Moment und ich liebe ihn und wir gewinnen jedes Rennen. Das Problem an dem Ganzen ist, ich kann Sparkles nicht in Ohio, ja Leute, genau, in Ohio nutzen, denn da brauchen wir ein Stufe 5 Pferd. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Alle meine Pferde sind nicht geeignet für dieses Rennen. Wir brauchen Stufe 5 Pferd. Das ist ein richtiger Struggle, Leute, bis jetzt gewesen. Wie gesagt, machen wir jetzt 4 Trailer auf. Oh mein Gott, Leute, jetzt hätte ich es bei dir nicht rausgebracht. Ich wollte Boxen sagen, dann wollte ich Schlüssel sagen und dann habe ich es doch noch hingekriegt. Yay! Bevor wir den ersten Trailer aufmachen, gucken wir ganz kurz unsere Missionen an. Denn in der letzten Folge, glaube ich, war das, haben wir die Mission bekommen, Own a Tier 5 Horse. Und ich hatte einige Kommentare gelesen. Einige? Was ist denn einige Kommentare? Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Leute. I don't know. I'm just being weird at this point. Aber, ja, und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass sobald ich diese Mission bekomme, meine Chancen einfach steigen, dass ich ein Stufe 5 Pferd bekomme. Denn diese Mission muss man ja irgendwie schaffen können. Ich hoffe, dass ihr recht habt und wir heute ein Stufe 5 Pferd bekommen und dann tatsächlich beim nächsten Mal schon die ersten Turniere mit unserem neuen Stufe 5 Pferd gehen können, Leute, denn ich möchte eigentlich jetzt nicht die nächsten 10 Folgen noch damit verbringen, Stufe 5 Pferd zu bekommen. Ich kann auch keins kaufen oder so. Es wäre die andere Option gewesen. Das ist irgendwie nicht möglich. Von daher, falls es jetzt heute wieder nicht klappt, Leute, farm ich weiter bronzene Schlüssel und dann machen wir die letztendlich so lange auf, bis wir ein Stufe 5 Pferd bekommen. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, Leute. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt heute unser Stufe 5 Pferd bekommen. Ich, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Leute. Was passiert denn, wenn wir wieder nichts hinbekommen? Oh. Leute, es hilft nichts. Wir machen unseren ersten Trailer auf für heute. Als erstes, Leute, geben wir natürlich unsere bronzenen Trailer aus. Unsere bronzenen Schlüssel. Und dann zum Schluss, Leute, wenn wir bis dahin kein Stufe 5 Pferd bekommen haben, machen wir noch den goldenen Schlüssel auf. Den goldenen Trailer auf, meinte ich eigentlich. Los geht's. Es ist ein Special! Nein, Stufe 4, okay. Okay, aber es ist schon ein guter Start. In den Tag, Leute. Blazer K. Okay, das ist unser Willi, Leute. Den haben wir schon. Stufe 4. Das war aber nicht schlecht. Wir bekommen gefühlt jetzt nur noch Stufe 4 Pferde, was sich gut anhört, Leute. Denn ich hätte gesagt, unsere Chance auf ein Stufe 5 Pferd ist definitiv gestiegen, seitdem wir gefühlt nur noch Stufe 4 Pferde bekommen. Wir gucken, Leute. Der zweite bronzene Trailer jetzt. Bitte irgendwas Tolles, es ist ein Carmen-Pferd. Oh! Bitte Stufe 5. Bitte Stufe 5. Bitte Stufe 5. Stufe 5. Leute, wir haben es geschafft. Leute von heute. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Stufe 5 Epi bekommen. Und die kleine Maus heißt Tami. Das ist so putzig. Leute, wir haben es geschafft. Der zweite Trailer war tatsächlich der, in dem unsere kleine Maus war. Und wir haben es geschafft. Und Leute, ich kann es absolut nicht fassen, dass wir tatsächlich
unser erstes Stufe 5 Pferd bekommen haben im zweiten Trailer. Das heißt, alle, die geschrieben haben, dass wir jetzt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf ein Stufe 5 Pferd haben, nachdem wir die Mission bekommen haben, hatten recht. Denn Leute, zwei Trailer und bang, Stufe 5 Pferd in einem bronzenen Trailer. Nice. Ich hätte gesagt, wir hatten richtig viel Glück, Leute. Bevor wir unser Stufe 5 Pferd nach Hause holen können, müssen wir natürlich wieder ein Pferd abgeben. Das ist immer mega, mega traurig, Leute. Ich mag das persönlich gar nicht und ich wünschte mir, dass ich neue Boxen bauen kann. Was leider nicht funktioniert, Leute. Aber es hilft nichts. Wir müssen Pferde hergeben. Ihr hattet gesagt, es ist letztendlich vollkommen irrelevant, welche Pferde wir hergeben, denn wir brauchen die alle eh nicht mehr. Ich persönlich bin jemand, ich hänge sehr, sehr an meinen Pferden, aber dadurch, dass wir Tornado Rosette das letzte Mal gezogen haben, habe ich mich dazu entschlossen, Dakota Alex herzugeben. Denn die beiden sind sehr, sehr ähnlich und dadurch, dass Tornado ein Stufe 4 Pferd ist und eben Dakota Alex nur ein Stufe 3 Pferd, sagen wir tschüss, du kleiner Bub, du kleine Maus, Dakota Alex, ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall haben wir das Pferd abgegeben und können jetzt Tami nach Hause holen. Leute, es ist unfassbar. Da ist sie, oh mein Gott. Und ihr Bild sieht auch mega, mega schick aus, Leute. Wir gehen natürlich gleich rein und gucken sie an. Sie kommt schon mit 1145. Sie braucht 10 mal Weizen, 6 Äpfel. Oha, um ein einziges Level zu steigen. Das ist richtig, richtig krass, Leute. Der Struggle ist definitiv real. Aber ich überlege jetzt, ob wir vielleicht nur ein weiteres Pferd hochziehen sollen von meinen Stufe 4 Pferden. Denn ich ziehe ja gerade im Moment sowohl... Habt ihr das gerade gesehen? Da ist die Mähne ein bisschen geglitscht. Ich ziehe ja gerade beide hoch, sowohl Peanut als auch Franklin. Aber wenn wir jetzt ein Stufe 5 Pferd haben, dann sollten wir vielleicht das Stufe 5 Pferd nutzen, um diese Challenge zu gehen. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Sollen wir Tami mitnehmen? Und falls wir Tami mitnehmen sollen, schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, welche Pferde ihr noch sehen wollt in der Challenge. Bevor wir unsere Mission abholen, Leute, denn wir haben ja jetzt ein Stufe 5 Pferd. Oh mein Gott, Leute, ich bin so unfassbar glücklich, Leute. Gucken wir erstmal ganz kurz nach, was wir brauchen, dass wir tatsächlich auch racen können. Denn, Leute, unsere Odds sind im Moment 47%. Das reicht definitiv nicht aus, dass wir hier gewinnen können. Denn ihr habt mir gesagt, ich brauche definitiv Odds, die über 70% oder 67% sind oder so, dass ich gewinnen kann. Ansonsten habe ich keine Chance auf einen Sieg. Und ich hätte gesagt, wir brauchen hier einiges, um das hier zu gewinnen. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir brauchen das hier. 320 brauchen wir. Oh mein Gott, Leute, die Tami, die muss so krass gelevelt werden, dass wir das überhaupt hinbekommen. Aber ich hätte gesagt, Challenge accepted, das machen wir. Um die kleine Maus tatsächlich auch zu trainieren, müssen wir ein bisschen was anbauen. Als allererstes pflanze ich 4 Apfelbäume an. Hole natürlich meinen Weizen ab, das ich vorher schon angepflanzt habe. Wässere mein Feld und pflanze hier, weil es gerade so lustig ist, Leute, nochmal 4 Äpfelbäume an. Denn die Tami braucht extrem viel Äpfel und alles andere, glaube ich, haben wir im Moment. Dann gehen wir natürlich rein in die Missionen und holen alle Missionen, Leute, die wir gerade haben, ab. Owner Tier 5 Horse, Claim. Own 2 Rare Horses haben wir, Leute. Wir haben nicht nur 2 Rare Pferde, sondern irgendwie 4 oder so. Also wir haben richtig, richtig viele. Train one horse, claim. Und dann bekommen wir hoffentlich neue Missionen. Replay and win an old competition. Prepare green goods. Harvest carrots. Sell berry. Okay, das sind letztendlich alles Dinge, die wir locker easy machen können. Prepare green goods. Green goods sind die grünen, ne? Logischerweise die hier, oder? Das sind, glaube ich, green goods, Leute. Das können wir überspringen. Und dann könnten wir nochmal so ein Päckchen herstellen. Und schon das erste abholen, oder? No. Außerdem müssen wir noch 4 Strawberries verkaufen. Oh Leute, wir haben fast keine Strawberries mehr. Die müssen wir definitiv uns neu wieder kaufen. Beziehungsweise nicht kaufen, Leute. Was rede ich denn da für ein Schmarrn? Wir müssen sie herstellen, aber im Moment sind unsere Gewächshäuser voll mit unseren Äpfeln.
Dann habe ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Horse Legends Epic Ride Game, Leute. Sobald alles fertig ist, werde ich natürlich unsere kleine Tami schon mal anfangen zu trainieren, dass wir das nächste Mal, das wird wahrscheinlich am Donnerstag-ish sein, Donnerstag oder Freitag, Leute, wird die nächste Folge Horse Legends kommen, dass wir dann tatsächlich mit Tami das erste Rennen in Ohio gehen können. Ich bin so unfassbar gespannt. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr von Tami haltet. Und natürlich werden wir nächstes Mal dann auch wieder einen Trailer aufmachen, denn mehrere Stufe 5 Pferde zu haben, ist natürlich auch mega, mega nice. Vergesst nicht den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo dazulassen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!